Der Unfall ereignete sich am Heiligen Abend 2011. Wir hatten Weihnachten gefeiert und meine beiden Kinder sind gegen 1:30 sowas nach Hause gefahren. Pia ist die Fahrerin gewesen. Und dann sind von hinten zwei hochtourige PKWs gekommen, die ein Autorennen gefahren sind und mit Geschwindigkeiten von 160 bis 180 km/h unterwegs waren. Beide Fahrzeuge haben ungebremst das Fahrzeug meiner Tochter kollidiert. Und beide waren mehr oder weniger sofort tot. Aus, vorbei, von einem Moment auf den anderen. Tochter Pia war Grundschullehrerin, Sohn Felix Gesundheits- und Krankenpfleger. Beide hatten einen Organspendeausweis, wobei aufgrund der inneren Verletzungen bei Pia trotz Reanimation auch in der Uniklinik noch mal einfach nichts mehr zu machen war. Sie war auch an Maschinen nicht mehr zu halten. Felix hat 5 Organe gespendet an 4 verschiedene Personen. Und ihnen damit das Leben gerettet. Im Transplantationszentrum Würzburg warten aktuell mehr als 300 Menschen auf Spenderorgane, zum Beispiel Nieren. Zwar hat ein Drittel der Deutschen mittlerweile einen Organspendeausweis, allerdings ist das immer noch zu wenig. Ich persönlich denke, dass ein Organspendeausweis, der auch irgendwo schriftlich fixiert, was der Patient in dem Fall, der für eine Spende in Frage kommen würde, auch wollte, es sowohl den Angehörigen leichter macht, als auch den behandelnden Ärzten, dann zur weitere Schritte zu planen und den Patienten auch zu einer Spende zuzuführen. Die Organspende, ein Thema, das für Heiner Röschert zu seiner Lebensaufgabe wurde. Einfach die Öffentlichkeit aufmerksam machen, dass jeder von den Menschen auf beider Seiten stehen kann. Entweder ein Organ dringend benötigt oder vielleicht in die Situation kommt, ein Organ spenden zu können. Deshalb hat Heiner Röschert ein Netzwerk gegründet. Das soll Anlaufstelle für Organempfänger und Angehörige von Organspendern sein. Spendern wie sein Sohn Felix, der sich ganz bewusst dafür entschieden hat. Heute fühle ich mich gut, bin stolz auf meinen Sohn, dass er in so jungen Jahren so eine Entscheidung getroffen hat, für sich selbst seine Organe zu verschenken. Es ist die mutigste Entscheidung des Lebens.